Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Der Kollege hat Fiesta genommen. Ich werde mal mit Kämpferauswahl reingehen. Und ihr wisst ganz genau, wen ich nehme. Den guten Fürst des Todes. Weil wir nämlich hier den Magier haben. Habe ich gesehen. Fürst des Todes, mega geil. Die können wir sozusagen dann mit Mana ausstatten. Das ist sehr gut. Wir machen einen Yuzura-Start. Ich glaube, da sind wir gut dabei. Und dann schauen wir mal, was das wird. Oh nein. Bitte nicht nur Wölfe. Bitte nicht nur Wölfe. Nur Wolfsstrategie hat nie funktioniert. Noch nie. Zumindest habe ich das noch nie gesehen. Okay, Schnecke reingeschickt. Hier ist sofort so ein Scullywag. Oh, Regenerationsbaum und Angler. Das kann auch böse werden. Voreis wären unglaublich wichtig. Bei beiden. Aber macht das erstmal keinen Sinn, Early Game was zu schicken. Auf 5 könnte man höchstens mal probieren, aber da wird schon andere Sachen stehen haben. Das heißt, wir werden King Upgrades machen. Mal ein King Upgrade und gut. Oh nein, bitte nicht nur Wölfe. Er deswegen Fiesta genommen? Also macht ja wirklich gar keinen Sinn, irgendwas zu schicken. Also hier vielleicht. Auf 4 oder so. Wenn er da noch nichts abgegradet hat. Wir werden den mal aufwerten und hier noch einen hinstellen. Extra reingeschickt, das heißt Worker für mich. Er hat zum ersten Mal Fiesta verkackt. Durch ein Robo. Hat einiges durchgelassen. Aber ist klar, wenn man nur Kackwölfe baut. So, wir machen jetzt. Dann einen Archer hin. Gefällt mir nicht so richtig. Gehen wir auf den sechsten Worker. Immer noch nichts gebaut, außer den einen Scullywag.
Könnten wir in der Exo versuchen durchzukommen, um mal einen kleinen Lead zu kriegen. Auf der 5. Ich vermute mal, was gebaut haben. Ja, hat er. Mir 100 geschickt. Unhold und zwei Schnecken. Na, ja, es wird knapp. Sieht aber gut aus. Wir machen das so. Gucken wir mal. 6 ist immer eine harte Wave. Früher konnte man auf 6 immer gut beenden. Ja, perfekt. Noch weiter vor darf ich es aber nicht stellen. Jo, ich hab's. Sehr gut. Er blockt das auch. Sein Kollege hat aber auch ganz schön überbildet. Da passiert nicht viel. Wir stellen hier nur diese Pyris hin an die Seite. Nichts anderes. Mein King Upgrades mit rein. Ja, er hat auch nur die Wölfe gemacht. Also hat er jetzt mal drei Schleime hingestellt, so, aber der wird halt jetzt richtig verkacken. Ich habe nur Upgrades gekriegt. Hat doch noch ganz gut gehalten. So viel ist gar nicht übrig geblieben. Das ist okay. Das ist total okay. Könnten wir auf 9 oder auf 10 was schicken. Okay, aber jetzt müssen wir es nicht mehr machen. Das macht nur noch... Wäre jetzt nur noch für die Lebensregeneration. Das macht halt kaum Sinn, ne? Wir haben aber auch eine brutale Reichweite, die Priesterin. Wir bauen viele kleine Einheiten. Weil die meinen Block sichern, dass ich meinen Kollegen hier halten kann. Ja, Bruts machen am meisten Sinn. Er hält sogar. Ich habe so das Gefühl, der wollte einfach nur viele Wölfe bauen und hat so Fiesta provisorisch genommen, falls er verkacken sollte. Das wird so das Ding sein. Triple Brute. Oh, nö.
Wir nehmen auf jeden Fall den Magier. Damit wir unseren Fürst des Todes maximal ausnutzen können. Ja, 160 ist schon stark. Das werde ich wohl nicht schaffen. Oh, er hat auch gehalten. Mit einem Schleim und einem Oathbreaker. Dann müssen wir ein bisschen mehr sammeln, um da durchzukommen. Wir werden den einfach mit aufwerten. So, gucken wir mal, was wir hier noch nehmen können. Von denen habe ich genug. Ich könnte Pyros mitnehmen. Mana-Rüsser. Ja, das machen wir. Das ist krass. So, jetzt haben wir hier schon mal den Magier platziert. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir hier noch den Golem mit. Und können mit Mana-Rössern ganz schön was machen. Ich mache einen Long-Save auf vielleicht 13. Vier Aufprallschaden, ne? Hm. 180 geschickt. Schauen wir mal. Aktuell nur die Priesterin mit magischen Schaden. Nee. Das wird nix. Wenigstens den einen noch. Ah, auf was könnten wir gehen? Wir könnten auf 12 gehen. Wir schicken jetzt was rein. Ja. Das macht am meisten Sinn. Double Upgrade. Blut noch mit rein. Gucken wir mal. Stichschaden hat er nur ihn und die Skyrex. Die machen nicht ganz so viel Schaden. Er ist auch ein Schattentänzer. Das sieht ganz gut aus. Ah, ich bin wieder durch. Aber er ist durch und ich bin durch. Sehr gut. Er hat unsere Triple Blut rausgequetscht. Okay, dann Bild funktioniert doch ganz gut. Dafür, dass er nicht nur Wölfe gebaut hat, sondern jetzt auch was anderes mit hin.
Das war nämlich meine Befürchtung. Nur Wölfe sind halt nicht gut. Wir machen hier so ein Upgrade. Und dann können wir ruhig hier einen Pyro hinsetzen. Das geht voll klar. Verteidigung hat er relativ viel. Und nur sind nur die Schleime. Also wir könnten auf 15 gehen. Das ist ein Schloss des Todes. Okay, ist King aufgewertet. Wir müssen ein bisschen sammeln, damit wir durchkommen. Ich muss hier ein bisschen covern, wahrscheinlich in den beiden Runden. Weil das nicht wirklich viel Arkane Verteidigung ist. Deswegen baue ich ein bisschen mehr. Ja, mein Kätzchen. Gucken wir mal, ob wir was reißen können. Sollte passen. Ja, vielleicht geht die Schnecke noch raus. Nee, er hat 440 geschickt bekommen. Holy shit. Die senden immer gespittet. Das heißt, ich werde nächste Runde kriegen. Oh ja, hier ist runter reduziert bis auf den Hades. Schattentanzer endlich weg. Sehr gut. Soll ich schon aufgeben? Das ist noch nicht das Ende. Das bringt jetzt einen Haufen Piepen, aber das Ende ist es noch nicht. So, ich muss jetzt aufbauen. Ich werde hier nämlich sonst fertig gemacht. Wir verstärken die Golems. Baut den mal auf. Okay, hoffen wir mal, dass ich es schaffe. Da ist ein Mimik dabei. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus.
Der Weg ist zwar jetzt links. Dann frisst mir hier meine Archer weg. Hab ganz gut gehalten. Ich habe mir gerade jetzt ein paar Piepen gekriegt, aber das ist nicht so wild. So, ein bisschen sammeln und auf 18 ist vielleicht sogar schon zu Ende. Immer noch ein paar kleine Pibis hinstellen. Das ist Verzögerung. Umso mehr dort stehen, desto länger es dauert. Und die sind günstig. Ich habe nicht mal mein Magierfeuer ausgenutzt. Ich habe noch zwei Plätze frei. Habe den Büro auch nicht mal gebaut. Am nächsten Runde kommt das. Wenn ich den magischen Schaden brauche. Ja, 240, wieder ein Mimik. Voreis und Centaur. Voreis für die Scullywags. Centaur dafür, dass er so kleine Teile hat mit Schleim und sowas. Wenn die sich aufteilen, macht der Dreierklopp unglaublich gut. Jetzt können wir noch weitere Fürsten bauen. Den Pyro baue ich auf. Und dann stellen wir da noch ein Bazooka hin. Und das langt. Können wir noch ein Packleader reinhauen. Magischen Schaden hat er gar nicht, außer ihn, wenn er sich aufteilt mit seinen Klonen. Drüben der Hades und die Blume. Das ist nix. Ja, dann schauen wir mal. Centaur ist rechts. Ganze Schleime weggeknüppelt. Frontline weg. Archer auch weg. Zack. Das war's da. Das war's aber jetzt. Also jetzt Drachen. Das ist gut. Sehr schön. Victory. Eine sehr gute Runde, muss ich sagen. Hatte so meine Befürchtung bei den Wölfen, aber es hat gut funktioniert und er hat mich auch gut gecovert. Kann man nicht meckern. Perfekt. Das war's mit der weiteren Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.